Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Heute mit einem spannenden Gast. Der war einer der wichtigsten Sportartikelmanager weltweit. Aber dann verlor er vor kurzem seinen Job und wie es ihm damit geht und wie er in dieser ganzen Zeit auch Gott erlebte, das wird er uns jetzt hier im Bibel TV Studio erzählen. Herzlich willkommen, Klaus Jost. Aber es ist ja erstmal auch ein weiter Weg, den auch nur wenige schaffen, in so eine Spitzenposition in der Wirtschaft zu kommen. Vielleicht darf ich Sie bitten, uns am Anfang reinzunehmen in Ihren Weg. Wie war Ihre Berufswahl und wo kommen Sie her und wie ging es los, dass Sie so eine Karriere machten? Es war sicherlich nicht geplant. Es war ganz einfach. Ich habe meine Schulausbildung beendet und meine ältere Schwester hat mir eine Bewerbung geschrieben, damals bei der Kaufhof AG in Frankfurt, weil sie da tätig war und sie wollte einfach, dass ich eine Ausbildung bekomme. Bruder, da musst du auch hin, ich schreibe dir die Bewerbung, schick das Ding mal los. Genau, weil ich war zu der Zeit ein guter Sportler, aber ein schlechter Schüler und hatte auch noch gar nicht so richtig den Drive, was denn jetzt mit meinem Leben so alles passieren sollte. Ja, und dann kam ich dahin. Das war auch, im Nachhinein weiß man das immer, weil es ja auch was mit Führung zu tun hat. Ich kam nämlich nur in die Lebensmittelabteilung, weil zu dieser Zeit Lebensmittel gefragt waren. Da war Mangel, während Sport war begehrt. Jeder Junge wollte in Sport. Und da das überfüllt war, kam ich in die Lebensmittelabteilung. Also Sie in der Freizeit lauter Sport und dann im Kaufhaus Gemüse verkauft. Genau, Wurst und Käse. Aber weil ich im Sommer, das waren die letzten Sommerferien in Österreich am Attersee, mir eine Salmonellenvergiftung geholt habe, die dann erst rauskam, nämlich beim Amtsantritt sozusagen. Da gibt es nämlich eine bakterielle Untersuchung, musste ich sofort nach wenigen Tagen aus dieser Lebensmittelabteilung raus. Und damit war auch der Job schon gleich wieder beendet. Damals hatten wir eine Personalchefin im Kaufhof, die mich dann zu sich rief und sagte, wie geht's jetzt weiter? Und ich fühlte mich nicht krank. Ich wollte einfach weiter arbeiten, durfte aber nicht mehr aus verständlichen Gründen im Lebensmittelbereich tätig sein. Und so kam ich dann doch in den Sportbereich, weil das war jetzt ja nur temporär vorgesehen. Ich hatte dort einen sehr interessanten Chef, den ich bis heute noch kenne und sehr schätze, der dann nach dieser dreimonatigen Zeit, wie dann alles abgelaufen war, die Untersuchung abgelaufen war, gesagt hat, den behalte ich. Den will ich einfach im Sport bei mir in meiner Abteilung haben. Und so habe ich dann dort die 3 Jahre Ausbildung gemacht und kam in den Kaufhof Führungsnachwuchs und habe von Anfang an eigentlich eine sehr gute, interessante Führung auch erlebt, die ich zunächst nicht verstanden habe. Was ist gute oder wie haben Sie gute Führung erlebt? In dem Fall Führung von Gott, dass er mir diese Salmonellenvergiftung damals geschenkt hat, weil sonst wäre ich vielleicht heute immer noch im Lebensmittelbereich. Nichts gegen Lebensmittel, also ich brauche auch Gemüse und Käse und Wursthändler, aber es war nicht so meine Leidenschaft. Ich war eben Sportler. Und dann hatte ich aber auch schon früh Führungserfahrung bekommen, weil mein Chef mir sehr früh auch als Auszubildende Verantwortung übertragen hat. Und zwar richtig Verantwortung. Also nicht nur gesagt, mach mal, sondern ich gebe dir das, du bist jetzt verantwortlich, ich vertraue dir. Und hat mir auch den Freiraum, den Spielraum gegeben. Und so konnte ich schon mit sehr jungen Jahren lernen, was Verantwortung ist und auch, wie man damit umgeht. Und was haben Sie denn damals geleitet im Kaufhof? Wir hatten damals eine Tennisabteilung. Und damals gab es noch eine Marke Lacoste, die war damals sehr wichtig. Es war ein Boom-Thema. Es ging so weit, dass sogar manche Kunden immer die Krokodile rausgeschnitten haben, weil sie nur das Krokodil wollten. Und ich konnte diese Tennisabteilung komplett leiten und habe alle möglichen Tennisschläger, Tennisschuhe, Tennisklamotten zu dieser Zeit dort verkauft. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann kommt für einen jungen Mann die Bundeswehr. Die Frage habe ich mit Ja beantwortet. Ich bin 2 Jahre zur Bundeswehr. Ich war damals dann Zeitsoldat. Auch im Sport oder richtig im Soldatendienst? Ich war richtig im Soldatendienst, im Nachschub. Und habe zu dieser Zeit dann auch wieder eine interessante Erfahrung gemacht. Ich war Leistungssportler, eine Wirbelsäulenproblematik dann bekommen. Und musste von heute auf morgen meine sportliche Laufbahn komplett beenden.
Was haben Sie für Sport gemacht? Ich war Leichtathlet, führend im Frankfurter hessischen Raum. Ich war Fußballspieler und habe noch auch andere Sportarten wie Volleyball, Handball, Tischtennis gemacht. Also querbeet. Querbeet, so viel die Zeit zulässt, weil ich war mehr auf dem Sportplatz eben als sonst wo unterwegs. War aber auch übrigens eine interessante Führung, weil zu meiner Jugendzeit in Frankfurt die Drogenszene ziemlich aktiv war. Und es gab da fast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du verbringst deine Freizeit mit Musik, Sex und Crime und Drogen oder eben in meinem Fall mit Sport. Und da habe ich auch im Nachhinein wieder gemerkt, wie wertvoll die Erfahrung war, ein geregeltes Sportlerleben zu haben und gar keine Zeit für exzessive Disco-Szene-Besuche. Und wie war das dann für Sie, als Sie die Nachricht bekamen, Sport ist jetzt vorbei? Es war sehr bitter, weil ich kam dann auch ins Bundeswehrkrankenhaus nach Gießen, war da mehrere Wochen stationär. Man hat alles Mögliche untersucht, das ging bis auf Bechterew, also es war eine rheumatische Wirbelsäulenerkrankung, wo halt nichts mehr ging. Ich konnte mir keine Schuhe mehr anziehen, ich konnte mich nicht mehr bücken, es gab nichts mehr, was das Kreuz hat zugelassen. Und dann fragt man sich schon so mit 20, was ist jetzt, was ist das für ein Leben? Also ich kann mich noch gut an eine Weihnachtsfeier, die keine Feier war, erinnern, weil ich eben im Krankenhaus war. Und dann so drüber nachdenke, was ist jetzt der Plan? Weihnachten hatte was mit Gott zu tun. Wie war damals Ihr Verhältnis zu Gott oder auch schon in dieser ersten Sportkrise? Mein Verhältnis zu Gott war schon immer sehr intensiv. Das liegt daran, dass mich meine Mutter, wie ich ein ganz kleines Kind war, in der Küche immer versorgt hat, hat gekocht und hat mir eine uralte Bilderbibel gegeben. Und hat mir dann anhand der Bilderbibel die Bibel erklärt. Und so konnte ich schon mit 4, 5 Jahren die Bibel fast auswendig von den Geschichten. Also ich wusste ganz genau, was da so in den verschiedenen Kapiteln vorkommt. Und hatte dann auch über die Jungschar immer einen Urglauben, der war vermittelt, der war da. Den aber zu praktizieren, ist das andere. Und dann gibt es immer wieder auch so die Highlights. Da gibt es Sommerfreizeiten, damals im evangelischen Jugendwerk. Es gibt einfach, ja, Freizeiten, wo du zurückkommst, Feuer und Flamme, nur noch Jesus. Und dann 14 Tage Alltag, ist wieder alles normal. Du machst wieder deinen Sport. Der hat auch mehr Spaß gemacht. Sodass ich schon immer in dieser Zwickmühle war, wie viel Zeiteinsatz für was. Und habe ehrlich gesagt Gott wenig Zeit und Raum gegeben. Wie ich dann meinen Sport aufhören musste, hatte ich automatisch mehr Zeit. Das war nicht gewünscht. Das war auch erst gar nicht so gemerkt. Aber es war automatisch. Ich hatte einfach Zeit, weil ich kein Training mehr hatte, keine Wettkämpfe mehr hatte. Ich hatte einfach da mehr Zeit. Es war ja früher für mich die Schwierigkeit, gehe ich sonntags morgens in der A-Jugend auf den Fußballplatz oder gehe ich in die Kirche? Beides geht nicht. Und ich habe mich für den Fußballplatz entschieden. Dann im Nachhinein habe ich mich für die Kirche entschieden, weil es dann keinen Fußball mehr gab. Und wie ging es dann beruflich weiter? Ich kam wieder zurück nach der Bundeswehrzeit zum Kaufhof, war im Führungsnachwuchs, habe da wirklich auch vieles lernen dürfen. Kaufhof AG war damals noch ein führendes Kaufhaus-Warenhausunternehmen. Bin dann auch von einem wiederum sehr interessanten Chef nach Krefeld geholt worden. In Krefeld durfte ich dann meine erste sportliche Filiale leiten mit 21 Jahren. Und mit 21 Jahren schon den eigenen Laden? Er gehörte nicht mir. Also ich war nur Angestellter. Für den man verantwortlich ist. Ich musste ihn führen wie den eigenen. Und auch nur so geht es. Man muss heute, wenn man die Verantwortung übernimmt, die auch ganzheitlich übernehmen und nicht nur so temporär. Das ging bis dahin, dass du eben die Schlüsselgewalt hast, musst auf- und zuschließen. Und wenn am Wochenende was los ist, wirst du auch angerufen, weil es irgendwo klemmt, wenn es der Einbruch ist. Also das sind dann so Dinge, die auch in jungen Jahren belastend sind, weil man eben Verantwortung hat. Auf der anderen Seite aber auch sehr bestärkend war, weil ich auch die Freude daran erleben dürfen, auszuprobieren, zu handeln, zu entscheiden. Okay, und wie ging es dann weiter nach dem ersten Ladengeschäft? Dann kam das nächste Geschäft, das nächstgrößere. Das ist dann so die typische Karriere, dass man von kleineren Läden größere Läden zur Verantwortung bekommt. Und dann nach einer gewissen Zeit, das waren 6 Jahre rum, kam der Ruf aus der Industrie. Die Sportartikelindustrie sucht auch permanent Leute und so ereilte mich ein Ruf aus
der Schwäbischen Alb, genauer gesagt aus Mössingen bei Tübingen, wo ein großes deutsches Traditionsunternehmen noch vollstufig produziert hat. Und die haben sich genau jemand gesucht, der nicht Schwäbisch spricht. Da war mein USP, meine besondere Befähigung, dass ich zumindest nicht Schwäbisch gesprochen habe, weil die haben auch international vertrieben. Die suchten einen internationalen Vertriebs- und Marketingchef. Und da hatte ich Sprachvorteile. Das war auch interessant, weil ich das auch erst im Nachhinein erfahren habe, warum die ausgerechnet sich dann für mich entschieden haben und nicht für Leute aus der Region, die vielleicht viel tiefer in der Materie drin waren. Und dann wiederum nach einigen Jahren wurde ich von Adidas geholt. Adidas hat damals auch sich umstrukturiert. Meistens gibt es ja in Unternehmensphasen neue Entwicklungen, neue Marken. Damals hat Adidas die Marke Le Coq Sportif dazugenommen, eine französische Marke, und hat mich dann eingestellt als Brandmanager für den deutschsprachigen Raum. War quasi eine Art Geschäftsführer für diese Marke innerhalb des Adidas-Konzerns. Mhm. Das war dann bis 1993. Und dann kam der Ruf in die Verbundgruppenszene von der damaligen Schuh- und Sporteinkaufsgesellschaft Nordwestring-Gruppe aus Mainhausen bei Frankfurt, die einen Geschäftsführer gesucht haben für eine damalige Tochtergesellschaft Fachsport, ein reinrassiges Sportverbundunternehmen, genossenschaftlich orientiert. Und am Ende waren Sie ganz oben? Ja, am Ende war dann der Ruf von der Intersport gekommen, wo ich dann national im Vorstand war und international als Präsident. Und für die Zuschauer, das ist der größte Verband von Sportartikel Vertrieb weltweit, kann man das so sagen? Das ist so. Die Intersport ist heute in über 60 Ländern aktiv, hat fast 6.000 Geschäfte am Start mit rund 11 Milliarden Euro Umsatz. Und damit ist man der Weltmarktführer im Sportartikelhandel. Aber auch Weltmarktführer, weiß ich selber, sind immer wieder neu zu beweisen. Wir müssen jeden Tag an jeder Stelle uns wieder neu auch ein Stück weit nicht nur erfinden, sondern auch den Erfolg wieder erarbeiten. Und das ist hart. Also man kann sich nie auf Lorbeeren ausruhen. Nun heißt das ja ganz oben sein dann auch. Sie waren bei allen großen Fußball-Weltmeisterschaften, hatten die besten Plätze immer, wurden hofiert von den großen Sportartikelherstellern. Also wirklich ganz oben. Und dann war das schlagartig zu Ende. Wenn Sie uns vielleicht da in das Ende der bisher von uns besprochenen Bilderbuchkarriere reinnehmen. Und plötzlich war es eben nicht mehr immer weiter nach oben. Ja, das war dann Ende letzten Jahres, wie letztendlich die Entscheidung getroffen wurde, mich von allen Ämtern zu entheben, abzusetzen. Also es war nicht Ihre Entscheidung? Das war nicht meine Entscheidung. Das ist aber legitim, weil heute, wenn du in einer Führungsrolle bist, als Vorstand oder auch als Politiker, bis hin eben sogar zu Kanzler, du kannst auch abgewählt werden. Da gibt es dann immer irgendwelche Leute. In der Politik sind es Mehrheiten, in der Wirtschaft sind es Gremien. Es gibt für alles irgendwo immer dann auch ein Entscheidungsgremium. Und das ist erstmal legitim. Es tut weh. Das ist auch nichts, was ich wünsche. Da vielleicht noch mit reinnehmen. Also Sie arbeiten da für das Unternehmen, sind weltweit für das Unternehmen unterwegs, haben wirklich einen großen Verantwortungsbereich, hängen sich da voll rein und plötzlich, tja, tut mir leid, Herr Just, jetzt ist Schluss, jetzt sind Sie draußen. Ja. Wie geht's einem da? Ja, da, das war kurz vor einem Wochenende. Ja, da fährt man erstmal im Auto und hat andere Gedanken, weil es eben nicht geplant ist. Wie geht's einem da? Also, da wirst du auf der einen Seite hektisch, dass du erstmal sagst, was mache ich jetzt? Rufe ich jetzt jemanden an? Gehe ich von A nach B? Wie will ich mich jetzt dazu verhalten? Man wird hektisch im gleichen Moment, aber auch wird man fragend und nachdenklich. Und ganz wichtig ist, und da bin ich jetzt von meiner Prägung her so, dass ich dann versuche, mich doch selber zu strukturieren, zu sagen, was geht noch? Also ich mache es bei mir im Leben eigentlich immer, dass ich so eine Art T-Kreuz mache. Mir gefällt auch das T ganz gut, weil es ein Kreuz ist. Und schreibe dann so auf beide Seiten Plus und Minus und sage, kann ich was dran ändern? Wie kann ich mich darauf einstellen? Was sind meine nächsten Schritte ohne Hektik? Einfach logisch, aber auch konsequent. Und nun reden ja sehr, sehr nüchtern und analysierend darüber. Das Ganze ist jetzt ja auch einige Zeit her. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mir selber erstmal, dass da die vielfältigsten Emotionen in mir aufkochen würden. Das sind riesige Emotionen, weil man
sobald man das verinnerlicht, und das kommt in der Regel ja nie 100% von einer zur nächsten Minute, sondern das geht einem so beim Autofahren wieder, dass man sagt, okay, diesen Weg fährst du in Zukunft nicht mehr. Diesen Termin nimmst du nicht mehr wahr. Oder diese nächste Weltmeisterschaft bist du nicht mehr mit dabei. Also du lernst automatisch Zug um Zug kennen, wo du wie beim Sicherungskasten dann sagst, aus, 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 vielleicht noch an, aus, aus, wo du einfach merkst, was wird in Zukunft alles anders in dem Leben sein. Jetzt ging es bei mir auch nicht ganz so schnell, weil ich in vielen Ämtern und Gremien drin war, die ich noch sukzessive abwickeln musste. Aber es tut dann noch viel mehr, wenn man ständig Abschied, Abschied, du musst jetzt gehen, du musst jetzt hier gehen, du musst jetzt hier gehen. Das tut sehr weh. Das tut sehr weh. Das will ich auch keinem wünschen, aber da war es umso wichtiger, dass ich jetzt nie an mir habe zweifeln müssen nach dem Motto, ich habe was gestohlen, ich habe was verbrochen. Ich glaub, aber bisher waren Sie der Gewinner und dann plötzlich waren Sie nicht mehr der Gewinner, sondern irgendwo der Verlierer. Ja, und es gab auch und gibt auch Menschen, die das so sehen und die auch sich von mir in der Sekunde gedreht haben. Okay, jetzt, ich will auf der Siegerseite stehen, der ist nicht mehr der Sieger. Ich wende mich ab. Und das tut eigentlich emotional am meisten weh. Nur zum Schluss ist ja der Wert eines Menschen, der bibeltreu ist, wir sind ja hier auch im Bibel-TV, nicht abhängig von Job, von Macht, von Karriere, von Geld, sondern der Wert eines Menschen ist, dass man von Gott geliebt ist. Dass man weiß, dass Jesus sogar uns so lieb hat, dass er für uns gestorben ist, sein Leben gegeben hat. Und das ist keine Fata Morgana oder irgendwo dahergeschwätzt. Für mich ist das Realität. Wie lange hat es gebraucht nach der Nachricht, bis Sie das wieder so für sich realisieren konnten? Ich glaube, das muss man sich manchmal stündlich realisieren, manchmal nächtlich. Das ist kein Prozess, der abgeschlossen ist. Sich immer wieder bewusst zu machen, dass man als Kind Gottes eben anders da unterwegs ist. Weil auch immer wieder die Negativpunkte kommen, wo du halt sagst, auch in dieses Ambiente wirst du nicht mehr reinkommen. Das sind in der Tat viele Annehmlichkeiten mit dem Job verbunden, viele Reisen. Es ist auch nicht nur immer schön, diese Reisen zu machen, weil es auch Stress ist. Aber wenn du Manager bist, dann machst du das ja auch irgendwo gerne. Also ich bin jetzt weit von dem Thema Workaholic entfernt, aber wenn du so eine Unternehmung führst, bist du auch bereit, diese Termine auf dich zu nehmen und trotzdem das Schöne zu sehen. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, über die Klimagrenzen, über die Zeitzonen hinweg, musst du immer performen. Nun war das ja bei Ihnen nicht der einzige Schicksalsschlag oder das einzige Tal, durch das Sie gehen mussten. Nach dieser Bilderbuchkarriere war diese plötzlich weg und dann gab es plötzlich an einer anderen Front auch noch neue Herausforderungen. Ihre Ehefrau war krank. Ja, das war ziemlich heftig. Das war am 1. Juni 2012. Das war ein Freitag auf Samstag. Da war ich gerade in Dresden eingeladen von dem Oberkirchenrat dort, Christoph Seele, zu einem Vortrag. Meine Frau war in Südfrankreich mit den Kindern im Urlaub. Das ist so üblich gewesen, dass meine Frau sehr oft ihren Urlaub alleine verbracht hat, weil ich beruflich einfach es nicht geschafft habe. Und dann habe ich abends einen Anruf bekommen von meiner Tochter, dass meine Frau ins Krankenhaus kam und so wie es aussieht, einen Schlaganfall hatte. Und keiner weiß genau Bescheid. Und das war eben eine sehr harte Erfahrung, weil es war auch zunächst falsch behandelt. Da kann ich keinen Vorwurf machen. Es hat nicht jeder sofort eine Stroke-Unit zur Hand und auch Erfahrung damit. Und deswegen hat es insgesamt über 6 Stunden gedauert, bis man ihr das Blutgerinnsel aus der Schläfe entfernt hat, was diese Verstopfung erzeugt hat. Und dadurch war sie von heute auf morgen halbseitig gelähmt, Sprachzentrum weg und ein anderer Mensch. Und da haben wir natürlich auch als Familie ein ganz neues Leben geschenkt bekommen mit anderen Prioritäten. Also das verändert sich wirklich von heute auf morgen. Und ich stelle auf jeden Fall fest, mit all den Herausforderungen, und auch hier wieder, weil ich das keinem wünschen möchte, eins habe ich festgestellt, dass die Familie seitdem eher mehr zusammenhält als weniger. Das heißt, jetzt pflegen Sie Ihre Frau oder wie ist denn gerade die Situation oder wie hat sich dann weiterentwickelt nach diesem Anruf, nach dieser Krankenhausgeschichte damals in Südfrankreich?
Es war dann erstmal das ganz normale Programm. Sie war fast 2 Wochen unten in Montpellier dann in der Klinik. Dann kam sie nach Deutschland in eine entsprechende Klinik. Da bin ich bis heute dem ADAC noch sehr dankbar, was auch alles man über ihn sagt. Da hat meine Frau damals sehr geholfen. Ohne ADAC wäre sie nicht so gut medizinisch versorgt worden und auch nicht nach Deutschland gekommen. Und dann in Deutschland kommt dann die Reha und in der Reha wirst du wieder langsam aufgebaut. Was geht bzw. was nicht geht. Und meine Frau hat viel mehr gelernt, wie alle Prognosen gesagt haben, sodass sie eigentlich schon nach einem Jahr wieder selber sich so weit bewegen konnte, dass sie selber gestützt, geführt laufen kann. Das war vorher undenkbar, weil es hieß Rollstuhl für immer. Wir haben zwischenzeitlich das Haus umgebaut, Treppenlift eingebaut, alle diese Dinge, die, so wie es im Moment aussieht, nicht gebraucht werden. Dummerweise kam im letzten Jahr noch eine Krebskrankheit dazu, die sie etwas zurückgeworfen hat. Etwas stark, aber zum Glück, glaube ich, ist das auch jetzt in einer Heilungsphase, dass wir auch den Krebs gemeinsam... Also ich spüre ihn ab, wie Sie da versuchen, die guten Seiten zu sehen. Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, erst ganz früh nimmt er Ihnen ein bisschen Ihren Sportdings, dann lässt Gott das zu, dass diese Dinge Ihrer Frau passieren, dann, dass Ihre Karriere so abrupt Ihnen genommen wird. Also es ist ja schon tam, tam, tam und dann den Krebs auch noch. Was hat das mit Ihrer Gottesbeziehung gemacht? War das da noch der liebe Gott oder wie erleben Sie Gott heute in all diesen Tälern? In der Tat ist es so, dass es sich von außen betrachtet schwierig anhört. Das ist auch immer ganz schwer, auch für mich jetzt anderen irgendwo einen Rat zu geben oder irgendwo als Vorbild dastehen zu wollen, überhaupt nicht. Aber ich kann noch mal sagen, ich habe das Geschenk bekommen, ein Urvertrauen in Gott, dass er keine Fehler macht. Gott macht keine Fehler. Ich kann ihn nicht mehr verstehen und ich finde nicht alles gut, beileibe nicht. Aber was bilde ich mir ein, dass ich Gott verstehen will oder sogar noch richten will, dass er das doch hätte besser anders machen können? Warum, wieso, weshalb, werden wir auf dieser Welt vielleicht nie mehr erfahren. Aber ich habe heute jetzt zurückblickend schon eine ganze Menge an meinem Leben erfahren können, wo ich im Nachhinein wusste, das war gut so. Auch wenn die Erfahrung erstmal eine sehr negative war. Nehmen wir nur das eine Beispiel mit den Salmonellen. Hätte ich die nicht bekommen, wäre ich nicht in den Sport gekommen. Im Übrigen habe ich in diesem Sommerurlaub auch meine Frau kennengelernt. Das sonst vielleicht nicht passiert wäre. Das war auch noch ein Highlight. Also Gott führt und er führt mich bis heute. Er führt nicht immer einfache Wege. Und ich habe da so ein einfaches Bild. Es ist wirklich einfach, aber ich glaube, das ist nachvollziehbar. In der Zeit, wo ich Chef einer Firma war, musste ich auch oft einsame Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, die nicht jedem der Mitarbeiter gefallen haben oder dass sie die sogar verstanden haben. Und trotzdem waren sie richtig für die Firma in der Situation, weil man den Überblick hat, weil man alle Teilbereiche kennt, die Zusammenhänge kennt und teilweise auch die Zukunft erahnt oder glaubt, lesen zu können, wo die Reise hingeht. Der normale Mitarbeiter, der jetzt irgendwo in einer Abteilung ist, sieht das anders. Der sagt, was habe ich damit zu tun, warum, wieso? Das muss doch der blöde Chef anders machen. Und jetzt gibt es Gott, der nicht nur die Welt geschaffen hat, der alles weiß. Wie soll ich jetzt ihn verstehen wollen oder sogar noch mit ihm böse sein wollen, weil er irgendetwas zulässt? Ich bin ja auch nicht derjenige, der sagt, er hat die Krankheit produziert oder er hat jetzt Schicksalsschläge herbeigeführt. Er lässt es zu. Aber warum, wieso, kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß, dass er einen guten Plan mit uns hat. Weil von Grund auf will er nichts anderes, als dass wir glückliche Menschen sind, einmal ganz eng bei ihm. Und das war übrigens auch eine Erfahrung, schon mal in einer anderen Stelle. Wenn du solche Schicksalsschläge hast, dann klammerst du dich auch nicht mehr so krampfhaft an dein irdisches Leben oder gar an die nächste Feier oder an irgendeinen fixen Urlaubstermin oder irgendwas Schönes, so nach dem Motto, das will ich aber alles noch haben, weil du eigentlich merkst, es ist alles vergänglich. Es gibt Wichtigeres. Klaus Jost, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Sie haben im Leben, in Ihrer Karriere Positionen erreicht, die nur wenige erreichen. Und manchmal sieht man dann nur die eine Perspektive. Sie haben jetzt uns auch auf die andere Perspektive blicken lassen und dann am Ende wieder die Perspektive auf Gott, den Blick
gehoben und uns die Perspektive auf Gott geschenkt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und das mit uns geteilt haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie wurden durch dieses Gespräch genauso inspiriert wie ich. Danke und tschüss.